Ein starker Orkan ist mit Dauerregen die letzten Tage über Westnorwegen gefegt. Der Schnee und das Eis, die man noch in meinem letzten Video gesehen hatte, sind geschmolzen. Motiviert durch meine letzten Fänge mit dem Needlestick, wollte ich es an einem typischen Spot für Pollacks probieren. Ich fische hier übrigens mit meiner Alltagsroute von Gran Canaria. 3,30 Meter, 100 Gramm Wurfgewicht. Genug Power, um Fische sicher durch diese Tangfelder zu drehen. Doch dann ungläubiges Staunen. Ein Pollack war das jedenfalls nicht. Leute, das glaubt ihr jetzt nicht. Dank meiner Facebook-Follower zeigte sich, dass es sich um eine Meerforelle handelte, die nach dem Laichen ziemlich abgemagert war.